Was ist denn? Ja, sie sagt oh mal was. Ja, hier. Es ist nicht viel, aber nimm es nur. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Bei meinem Lohn. Aber schließlich ist heute das Fest. Wenn dein Vater nur hier sein könnte. Doch du weißt, egal was die Leute auch immer sagen mögen, er wird eines Tages zurückkommen. Ich glaube wirklich daran. Nun mach dich besser auf den Weg. Da haben unsere Mutter noch das letzte Geld aus der Tasche gezogen. Du brauchst dringend ein Monsti. Geht das schon wieder los? Ich bin mal gespannt, ob der Vater, ob wir das schaffen, dass der Vater wieder zurückkommt. Oh, okay. Komm schnell! Es ist fürchterlich! Dort aus dem Wald hört man ein donnerndes Geräusch! Das müssen die Dämonen sein! Oh nein! Mabu! Sie ist ganz allein zum Wachturm gegangen! Falls das tatsächlich die Dämonen sind, schwebt sie vielleicht in Gefahr! Lass uns gleich hingehen! Weisen Bestien. Gerührt vom Leid des großen Vaters lassen sie eine weiße Bestie im Walde frei. Ihr Geheul ist das Requiem der Seele. Tradition. Schwärme von geflügelten Insekten haben die göttliche Barriere durchbrochen und das Dorf angegriffen. Was mag das bedeuten? Ist Elrims Tag des jüngsten Gerichts doch noch über Syrus gekommen? Ich glaube nicht, dass die göttliche Barriere von Gehenna noch länger halten wird. Wir müssen etwas unternehmen. Meinst du nicht auch, hohe Priesterin Garay? Meistens ist es Zerstörung, wenn die weisen Bestien etwas tun. Dies könnte eine Tat der Menschen sein. Die Diener des Waldes hätten die göttliche Barriere niemals allein durchbrechen können. Was auch immer der Grund sein mag, als die Insekten weg waren, fielen viele unserer Leute in tiefen Schlaf, aus dem sie nicht mehr erwachen. Wir müssen etwas tun! Zu meinem tiefen Bedauern muss ich sagen, dass diese geflügelten Insekten Onibubu waren, die Heuschreckenplage. Der Staub, den die Onibubu verbreiten, versetzt alle in Schlaf und wandelt sie in Erde zurück. Ich hörte, dass das uralte Reich von Gehenna Pale nach einem Einfall der Onibubu vom Wald verschluckt wurde. Es ist so schade, aber sie werden nie wieder aufwachen. Schade ist das? Wie kannst du nur so reden?
Der einzige Grund, dass wir einer Herumtreiberin wie dir erlaubt haben, hier zu leben, ist, weil wir an die göttliche Zauberkraft der Nagi glauben. Doch du hast dein Volk krank werden lassen, ohne auch nur einen Hilfeversuch zu wagen. Und du tust immer noch nichts. Ich glaube, deine göttliche Macht und deine Zaubersprüche waren nur Tricks. Ach, du meinst, es gibt einen anderen Weg? Vielleicht ein Menschenopfer, damit der Wald friedlich wird? Es wäre besser gewesen, die Quelle des Bösen zu verschließen, bevor es so weit kam, wenn es dann überhaupt reicht, ein Opfer zu bringen. Dummes Geschwätz. Der Wald schenkt dem Verlangen der Menschen keine Beachtung. Wenn du die Wahrheit sprichst, dann müssen die bösen Geister ein für allemal eingefangen und weggesperrt werden. Nun seid beide mal ruhig. Also, Garal, du behauptest, es gibt keinen Weg, sie wieder zu erwecken. Die Seelen jener, die der Schlaf überkam, wandern in der Welt der Träume herum. Um ihre Seelen zurückzuholen und sie zurück in die Körper zu schicken, müssen wir... Ja, genau. Das Kalabaskraut. Wenn wir nur das sagenumwobene Kraut hätten, könnte es die Schlafkrankheit nicht heilen? Tja, Garai, kennst du dich nicht mit den Eigenheiten des Waldes gut aus? Nun, Dorfoberer, was meinst du dazu, wenn wir Garai in den Wald schicken? Was würde das bewirken? Ich würde ebenfalls verschluckt und ihr würdet nie wieder von mir hören. Allerdings wird dem Kraut nachgesagt, es könne die Schlafkrankheit heilen. Nun dann sag uns, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt. Oder willst du einfach herumsitzen und sie alle sterben lassen? Du warst immer eine Fremde unter uns. Jedes weitere Opfer wäre der Untergang des ganzen Dorfes. Die Überlieferung sagt, ein Kokonmeister wird die Dämonen bezwingen. Da es den Löwen von Parel nicht mehr gibt, haben wir kaum eine Wahl. Wir müssen einen neuen Kokonmeister in den Wald schicken. Garai, wir müssen den Heiligen Bund stattfinden lassen. Wir Nagi sind dazu geboren, mit den Kokonmeistern zusammenzuleben. Mabu dürfte nichts dagegen haben. Es dient allein dem Wohle von Syrus. Wir sind bereit. Also, es wurde beschlossen, dass... Sohn des Kokonmeisters, des Löwen von Parel und Mabu, Jungfrau vom Stamm der Nagi, im Ratssaal erscheinen sollen. Das Bündnis. Damit den Kranken geholfen werden kann, muss im Wald nach dem Kalabaskraut gesucht werden. Du entstammst einer langen Reihe von Kokonmeistern in Syrus. An diesem Tag soll der Heilige Bund geschlossen werden. Als Nachfolger des Löwen von Parel wirst du unser aller Schicksal bestimmen. Ich habe an deinen Vater Riketz geglaubt. Er war ein mutiger und doch sanftmütiger Mann. Obwohl der Wald ihn verschluckt hat, als die Strömung des Schicksals sich gegen ihn wandte, war er doch gewiss kein Feigling, wie die Leute im Dorf vielleicht sagen. Bleibe aufrecht und arbeite tüchtig. Ich wünsche dir hier anstelle deines Vaters Glück. Ach ja, du musst auch liebevoll für deine Frau sorgen. Ein verständnisvoller Ehemann ist für eine Nagi-Frau die einzige Rettung. Eines Tages wirst du es verstehen. Möge das Glück dich im Kampf begleiten.
Gemäß der Tradition führe ich jetzt die Zeremonie für den Heiligen Bund durch. Seid ihr beide bereit? O Elrim, du Gott des Waldes, o Wald, der du Mutter für alle bist. Gewähre uns, den weisen Bestien, hervorgegangen aus dem Walde, gewähre uns wieder hier an diesem Tage das, was dein betrübtes Herz berührt und bewegt, auf dass wir in Eintracht mit dem Walde als Bestien leben dürfen. O so weise, o so weise! Dies ist der Ohrring des Jägers, Symbol deiner bevorstehenden Volljährigkeit. Solange du ihn besitzt, kannst du dem Tod entfliehen, sogar dann, wenn du im Wald besiegt wirst. Das ist mein Abschiedsgeschenk für den, der in das Land der Prüfungen zieht. Nun denn, hört gut zu, ihr beiden. Manche Leute fürchten die Kokonmeister und nennen sie unreine Jäger. Viele werden Vorurteile gegen dich haben, aber trotzdem musst du mit deinem einsamen Kampf weitermachen. Eine furchtbare Prüfung erwartet auch die Frauen des Nagi-Volkes. Die Entzündungen an ihren Körpern sind Nebeneffekte, die bei der Reinigung des Kokons auftreten. Man bezeichnet sie im Allgemeinen als Fluchbrand. Im ungünstigsten Fall kann sogar der Tod die Folge sein. Bitte sorgt gegenseitig für euch in Krankheit und Gesundheit. Nun, morgen wird dein einsamer Kampf beginnen. Schlafe gut in dieser Nacht, damit du bereit für den Aufbruch bist, sobald der Morgen graut. Wenn du morgen aufwachst, komm in mein Haus. Wir müssen dich für die Reise ausrüsten. Ich wusste, du würdest hier sein. Was ist denn los? Ich wette, du bist nervös. Heute passierte so vieles gleichzeitig. Ich bin völlig erledigt. Erwachsene wollen immer alles auf ihre Art haben. Darum kann ich sie nicht ausstehen. Aber es ist schon seltsam, oder? Warum können ausschließlich die Nagi-Frauen die Reinigung durchführen? Mutter Garai sagt, es sei göttliche Macht. Aber wie es scheint, denken die Leute im Dorf anders. Wer ist denn da? Und wer spielt mitten in der Nacht so schrecklich auf der Flöte? Nach allem, was heute schon passiert ist, willst du, dass die Monster wieder angreifen oder was? Musst du morgen nicht arbeiten? Und geh schon ins Bett! Was willst du denn? Ah, wahrscheinlich hast du Angst. Müsstest du nicht längst im Bett sein oder fürchtest du dich vorm Schlafen? Wie gesagt, ich bin kein Kind mehr. Hey, pass auf, dass du da draußen nicht lebendig gefressen wirst. Du Supermann. Aber ich glaube, niemand hat mehr Angst als Mabu. Du bist ein solches Ekel. Du schaffst es, dass ich gleich ausraste, du kleiner Bastard. Tja, wir müssen morgen alle früh raus. Wir sollten uns lieber ein wenig Schlaf gönnen. Und nicht verschlafen, junger Kokonmeister. Bis morgen. Der Tradition entsprechend verkünde ich hiermit deine Volljährigkeit.
Verräterische Frau. Dein Vater war ein feiner Mann. Feigling. Deine Braut ab dem heutigen Tag. Aha, du kleidest dich, als ob du ein Mann geworden wärst. Und doch bist du nichts als der Sohn eines Feiglings. Wie der Vater, so der Sohn. Das Nagi-Mädchen wird allein übrig bleiben, wenn du im Wald getötet wirst. Wie bedauerlich. Oh Mann, okay, war jetzt mega viel, was kam. So, Sasa schrieb noch, kaum begonnen und schon ist Martox verheiratet. Oh, so schnell kann es gehen, ne? Je mehr ich höre, desto mehr glaube ich, dass Monster Hunter Stories auf Yada Cocoon basiert. Irgendwie stimmt schon, ne? So ein bisschen gibt es Ähnlichkeiten. So, wir kämpfen jetzt gegen Parteimel. Und das hat in seinem Namen oben oder neben seinem Namen so ein F. Was das wohl zu bedeuten hat. Ich greife mal an. Bam. Oh, da machen wir wenigstens Schaden. Autsch. Attack. Usch. Hui, hui. Ja, und dieses Ganze, dass es so ein bisschen schwammig und verschwommen alles aussieht, ne? Ist natürlich nachher im Spiel nicht so, dass hier, ja, dieser Filter quasi, der darauf gelegt wurde, soll nur verdeutlichen, dass wir gerade träumen. Okay, gut, der macht auch so einen Feuerzauber, aber das killt uns nicht gleich. Und damit haben wir das Monster besiegt. Yeah. Easy peasy, komischer Maskenmann. Sehr eindrucksvoll. Du bist doch fähiger, als ich erwartet hatte. Aber das ist nicht unsere wahre Macht. Meinst du, dass du ihr gewachsen bist? Also, wieder müssen wir gegen ihn kämpfen. Ja, aber auch jetzt haben wir halt wieder nichts, ne? Na, wir machen halt gar keinen Schaden. Du hast bei dem anderen auch Schaden gemacht, aber die Lebensanzeige scheint nicht ganz zu passen. Achso, ja, ich sehe gerade bei uns ja auch, ne? Wir haben die Hälfte an Leben schon verloren, trotzdem reduziert sich unsere Leiste nicht. Schon strange, ne? Bei ihm geht die Leiste halt übelst weit. Übers Fenster hinaus, so, über diesen kleinen Rahmen. Alter, der gecrittet. Verteidigen. Tja, keine Chance, ne? So können wir halt nichts machen. Einfach nur so fighten. Ha! Schon geschlagen? Und du nennst dich einen Meister des Kokons? Du bist und bleibst der Sohn eines Feiglings. Ha, 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 ha. Weiß ist die Bestie des Schicksals. Blau ist die Bestie der Rechtschaffenheit. Der blaue Kokonmeister. Wach auf! Du hast wieder im Schlaf geschrien. Geht es dir gut? Von heute an bist du der Kokonmeister von Syrus. Du musst stark sein. Am besten begibst du dich jetzt zum Haus von Großmutter Garai. Mabu wartet wahrscheinlich dort auf dich.
Oh, du bist doch endlich noch gekommen, ja? Ich habe etwas, das ich dir gleich geben möchte. Setz dich mal hier hin. Schon bald wirst du den Wald als ein Kokonmeister betreten. Am Waldeingang gibt es 4 Tore durch die göttliche Barriere. Damit du hindurchkommst, musst du den richtigen Schlüssel haben. Einer davon befindet sich hier in Syrus. Es ist der Schlüssel zum Käfertor. Louis, der Posten am Wachturm, hat ihn. Wenn du den Schlüssel von Louis erhalten hast, musst du tief in den Käferwald hineingehen. Dort lebt ein anderer Kokonmeister. Die Leute nennen ihn den blauen Kokonmeister. Er heißt Koris und er ist ein sehr tüchtiger Mann. Es ist wichtig, das Kalabaskraut zu finden. Doch zuerst solltest du lernen, auf dich selbst aufzupassen. Du kannst ohne Zweifel viel von ihm lernen. Denn auch er ist ein Kokonmeister. Ich habe inzwischen alles zusammen, was du für deine Reise benötigst. Falls du sonst noch etwas brauchst, solltest du einfach in den Laden gehen. Wunden können nur mit Krugwurz geheilt werden. Sorge stets dafür, dass du genug davon hast. Oh, und vergiss nicht, dich zu bewaffnen. Wenn du nicht genügend leere Kokons hast, kannst du von Mabu welche bekommen. Oh ja, fast hätte ich etwas sehr Wichtiges vergessen. Dies hier ist die Fangflöte. Durch den Klang dieser Flöte werden die Diener sowohl gefangen genommen als auch herbeigerufen. Dein Vater Riketz vertraute sie mir an. Doch vielleicht werde ich dir eines Tages alles darüber erzählen. Okay, interessant. Sie scheint quasi mein Vater, unseren Vater hier zu kennen. Mal schauen. Wir müssen uns jetzt wirklich irgendwie ausrüsten. Ausstatten. Mal sehen, ob hier noch einiges geklärt wird, ne? Wie wir jetzt da mit den ganzen Sachen umgehen und so. Wenn wir jetzt nämlich Diener fangen können und sowas, gibt es hier noch irgendwie Tutorial? Ich habe bereits mit Louis gesprochen. Geh jetzt zum Wachhäuschen und lass dir den Schlüssel zum Käfertor geben. Hinter dem Waldeingang findest du das Tor der göttlichen Barriere und dann später den Käferwald. Alles Gute für dich. Okay, mehr scheinen sie nicht zu sagen. Dann gucken wir mal, was sagt denn unsere Frau. Du wirst also jetzt in den Wald gehen? Ich weiß nicht warum, aber ich bin darüber etwas betrübt. Doch wenn es hart auf hart geht, kannst du immer noch den O-Ring des Jägers benutzen, um sicher heimzukommen. Okay, das können wir echt. Haben wir so ein Krugwurz, ist das, um uns zu heilen? Wurde uns ja schon gesagt. Oh, wir können sogar die Reihenfolge ändern. Oder auch nicht. Beschreibung. Stellt die Gesundheit wieder her. Wächst auf freien Flächen im Wald. Macht gesünder und stillt Blutungen. Blätter mahlen, auf Wunden streuen. Was ist das? Giftgegenmittel. Baldranwurzel in Pulverform. Beruhigt den Geist und schwemmt das Gift aus. Okay. Okay, dann haben wir hier den Jägerohrring. Symbol des Kokonmeisters bringt dich zum Barrierentor zurück. Fangflöte, wertvoll Instrument zum Einfangen und Herbeirufen göttlicher Diener. Geil. So, was ist stärker? Okay, der Dolch hat einen mehr Angriff, aber dafür ein weniger Tempo. Was auch immer das heißt, mit Tempo. So, leer haben wir 12. Leuchtkäfer haben wir gar nichts, noch keine gefangen.
Tja, dann gehen wir mal zum Wachturm. Warte einen Augenblick. Hier. Diesen Ring hier habe ich vom Oberhaupt der Nagi erhalten, als ich geboren wurde. Er bedeutet mir viel. Ich hätte ihn dir schon eher geben sollen, aber es war mir so peinlich. Wenn ich diesen Ring trage, fühle ich eine große Zufriedenheit. Ich hoffe, er wird auch dir helfen. Und pass gut darauf auf, ja? Oh, es ist eigentlich nichts, aber ich werde an dich denken. Okay, da haben wir da noch von ihr einen Ring bekommen. Müssen wir gleich mal schauen, was der denn so kann. So, wir können jetzt wieder nach Hause gehen. Garais Haus, zum Schmied, zum Laden, zum Haus des Dorfoberen, zum Seidenspinnerei, zum Wachturm, zu Nams zu Hause, Musas zu Hause, Wens zu Hause, zum Friedhof und zum Dorfplatz. Holy Moly, sind das viele, Besuche, die wir hier tätigen können. Hallo Mama, bin wieder da. Bist du in Ordnung? Es ist hart, ein Kokonmeister zu sein, aber du schaffst das schon. Ich kann dir anstelle deines Vaters vieles beibringen. Ja, worüber möchtest du etwas wissen? Dann haben wir hier unser Tutorial, ne? Über Waffen, erzähl mal. Beim Schmied kannst du Waffen und Rüstung kaufen. Du weißt schon, wo Kelmar wohnt. Sein Vater ist doch der Schmied. Vielleicht ist er ein bisschen ruppig, aber als Schmied ist er sehr geschickt. Na gut, damit könnten wir umgehen. Was ist mit Gegenständen? Wenn du dir im Wald Verletzungen zuziehst, ist es sehr gefährlich, die Jagd fortzusetzen. Es gibt viele verschiedene Dinge, die dir in so einer Situation helfen können. Du kannst sie im Laden kaufen. Versorge dich möglichst reichlich mit allem, was du benötigst. Du bekommst von Mabu leere Kokons, in denen du die Diener einfangen kannst. So, was möchtest du noch wissen? Oder worüber möchtest du noch reden? So, und Tazza schrieb, die erste Folge spielt wohl nur im Dorf, nicht nur die erste. Wahrscheinlich auch die zweite. Weil ich die Folgen jetzt immer so schneiden werde, das habe ich bei Pokémon auch gemacht, dass die maximal eine halbe Stunde lang sind. Ne? Dass jeder die auch gucken kann und so. Aber gut, was ist mit Geld? Ich brauche Geld, Mutti. Geld regiert die Welt. Ohne Geld erhältst du weder Waffen noch andere Ausrüstungsgegenstände. Aus diesem Grunde solltest du die weißen Kokons zu Seide spinnen. Das Garn aus den weißen Kokons hat eine sehr gute Qualität und kann für viel Geld verkauft werden. Doch sobald du einen Kokon verspinnst, wirst du das magische Geschöpf darin verlieren. Bedenke es gut, ehe du Mabu bittest, einen Kokon für dich zu verspinnen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt also, wenn wir Kreaturen fangen und die nicht brauchen, können wir die verspinnen lassen und verkaufen. Wenn wir die Kreatur da drin aber allerdings benötigen, sollten wir das nicht machen. Okay. Gut zu wissen. Und jetzt erzählen wir mal was über die Diener. Auch wenn die Bestien des Waldes uns Dorfbewohner angreifen und manchmal recht tückisch erscheinen, so sind sie doch eigentlich nur Stellvertreter Elrims, des Waldgotts. Kokonmeister und Nagileute sind mit den Eigenheiten des Waldes vertraut. Wir haben sogar einen Ausdruck für unseren Respekt für die dortigen Wesen. Wir nennen sie Diener des Waldes. Die Leute im Dorf sagen dazu Scheusal, Missgeburt, Monstrosität.
nur weil sie schrecklich aussehen und uns Angst machen. Und die Dorfältesten, wie die ehrwürdige Yibara, haben noch verächtlichere Namen für sie. Aber alle bewirken ein und dasselbe. Sie bedeuten, reine Worte erzeugen geläuterte Herzen. Du solltest auch darauf achten, wie du sprichst, mein Sohn.